Crowley. Sie knurrt. Haben Sie das Knurren gehört? Sie verfügen über Kazoo-ähnliche Löcher in ihrer Luftröhre. Das Knurren wird durch das Schwingen einer Membran produziert. Soviel ich weiß, ist das wohl die einzige Schlange, die knurren kann, oder? Nein, die Rattennatter aus Indien, das Lieblingsfressen der Königskobra, die kann das auch. Faszinierend. Durch das Knurren wirkt dieses Riesenreptil noch viel unheimlicher. Aber außer dem angsteinjagenden Knurren wartet die Kobra mit starken Muskeln auf. Ihr Körper ist sehr glitschig, man kann sie nicht so einfach festhalten. Und sie ist sehr stark. Haben Sie gemerkt, wie kräftig sie ist, Brady? Ich kann nicht glauben, dass Sie sie einfach so festhalten können. Solange sie nicht in Beißstimmung ist, aber das kann sich innerhalb von Sekunden ändern. Und wie? Wenn sie sich dreht, einfach fallen lassen. Sagen Sie mir, wenn sie in Beißstimmung ist. Merken Sie, wie stark sie ist? Mein Gott, wie eine Python. Und das ist sehr heftig, wie wenn man einen Tiger am Schwanz packt. Es ist nicht nur die Größe und die Kraft der Kobra, die mir so viel Respekt einflößt. Königskobras produzieren mehr Gift als alle anderen Schlangen und haben die größten Giftbeutel überhaupt. Diese können bis zu 2 Teelöffel Gift enthalten. Das erscheint vielleicht nicht so viel, aber es reicht, um damit bis zu 20 Erwachsene zu töten. Wird das Gift in den Körper injiziert, blockiert das Nervengift die elektrischen Impulse, die zwischen den Neuronen im Nervensystem weitergeleitet werden. Das führt zur Lähmung, Herz und Lunge setzen aus und schließlich stirbt man. Wenn uns diese Schlange beißen würde, wäre das ein medizinischer Notfall? Sie würden es wahrscheinlich nicht ins Krankenhaus schaffen. Niemand weiß genaues, aber es wurde dokumentiert, dass Leute innerhalb von kürzester Zeit tot waren. Also aufgepasst. Jetzt wird's wirklich gefährlich. Um die Schlange umsiedeln zu können, müssen wir sie erst einmal fangen. Die Schlange ist einfach zu stark, um sie mit einer Zange im Zaum zu halten. Also beschließt Jerry, sie mit den bloßen Händen zu fangen. Soll ich sie ablenken? Nein, am besten bewegst du dich überhaupt nicht. Je ruhiger, desto besser. Vorsichtig, ja? Das ist ja ganz schön verrückt. Ruhig. Jerry ist wie ein Schlangenflüsterer. Pass auf, dass sie nicht um etwas herumringelt. Schau dir dieses Maul an. Nicht loslassen, nicht loslassen. Nicht zu nah dran mit den Händen. Schau dir diesen Schädel an. Sie hat so einen Bogen über den Augen. Sie zischt. Die letzte Phase ist die gefährlichste. Die Schlange für den Transport ins Cobra-Reservat in einen Sack verstauen. Wie machen wir das jetzt? Handwechsel? Erstmal den Rest des Körpers. Okay, pass auf. Okay, watch yourself. Du kommst in die Nähe des Kopfes. Bei 3 sind wir soweit. 1, 2, 3. Got it. Unglaublich. Sie sind froh, wir sind froh und die Schlange sollte es eigentlich auch sein, denn sie bekommt ein neues, sicheres Zuhause. Wir bringen die Schlange hier weg, sodass sie für die Leute bei der Arbeit keine Bedrohung mehr darstellt.